Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere bei Dynamo Dresden. Wir konnten 3:1 gegen den Hamburger SV gewinnen und stehen jetzt am vierten Tabellenplatz. 3 Punkte hinter Hannover. Da bin ich mal gespannt. Wäre ja krass, wenn wir noch in die Relegation kommen würden. Aufsteigen würden wir auf keinen Fall als direkter Aufsteiger. Das ist mal zu wenig Punkte für. Egal. Es sind eh nur noch 3 Spiele, es sind 6 Punkte, 9 Punkte zu vergeben. Und hier gucken wir erstmal, was wir für Nachrichten haben. So. Wieso hast du denn ein Angebot gemacht, dem Boss? Ja, wollen wir machen. Kriegst du erstmal einen neuen Vertrag, der Junge. Schon noch gesagt, du sollst doch verlängern, Junge. So, faires Angebot. Also wirklich, ihr macht ja Sachen, ey. So, okay. Dann wollen wir erstmal die einstellen. Die Taktik. Also wir spielen im Textmodus gegen Holstein Kiel. Haben wir jetzt in der Rotation 1 gespielt, nehmen wir die Rotation 2 Text. Zack. Genau. Ja, für nächste Saison müssen wir im Hinterstübchen behalten. Ein Linksverteidiger und ein offensiver Mittelfeldspieler. Dann kommt Poggenberg. Und der Löwe. Löwe kommt weg. Und der Ebert kommt weg. Obwohl er einen neuen Vertrag hat, aber egal. Kann weg. Weil zu alt. So müssen wir nach und nach austauschen, was wir noch kriegen können. So, mal gucken. Wir werden dann erstmal Ende der Saison gucken, was wir für erstmal golfen gehen, was wir für Jugendspieler bekommen oder auch nicht. Als Zweitligist ist es ein bisschen schwer. Okay, weiter geht's. So, wer will da was? Burnitsch. Ne, der spielt eh Zweite. Komm zurück. Machen wir kein Kaufangebot. Attilgan möchte jemand kaufen. Ja, nimm mal, weg damit. Was wir kriegen können, können wir kriegen, nicht? So einfach ist das. So, vorläufiges Ergebnis für Lizenzierungsverfahren. Das ist erstmal wichtig. Aber Meister ist Bayern geworden. Welche Überraschung. So, dann gucken wir mal. Union Berlin gewinnt Kellerduell. Das interessiert mich nicht wirklich. Wir sind nicht in der ersten Liga. So. Saisonfinale. Was tippen die denn gegen? Gegen Holstein Kiel. 1:1 tippen die. Was tippen die gegen? Wo sind sie denn? Ah, Dresden gegen Sandhausen tippen die auch 1:1. Aha. Und am 34. Spieltag spielen wir gegen Osnabrück, da tippen die 2:1 für uns. Also die tippen uns auf den vierten Platz. Na, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, ob das dann hinhaut mit den Tipps und so. Gucken wir mal. So. Neue Idee für Fanartikel. Könnt ihr gerne machen. Dann lasse ich euch jetzt mal freie Hand. So, Wahlquest ist wieder fit. Vorläufiges Ergebnis. Ohne jede Probleme. Ja, bei 8,6 Millionen Bargeld ist das okay. Auslaufender Vertrag. Wer läuft denn aus? Ach so! Einen einzigen Spieler. Aha, da müssen wir mal gucken. Boss unterschreibt seinen neuen Vertrag. Die zweite B-Union haben 5:2 gegen Wiesbaden gewonnen. Und Ebert unterschreibt seinen Vertrag auch. Sehr gut. Brave Jungs. So, wir spielen jetzt im Textmodus. Gegen Holstein Kiel. Dann kicken wir mal, was wir da gegen Kiel machen können. Also, wir machen den Textmodus und sagen erstmal gar nichts. Lass erstmal so anfangen und dann gucken wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. So, oh toll, Jeremy direkt verletzt. Was hat er denn? Steht hier nicht. Steht das hier?
Ne, steht auch nicht. Scheiße, müssen wir mal gucken gleich, was er hat. Aber Kone kommt rein. Fängt ja direkt gut an, ey. Erste Minute direkt verletzt. Und eine Ecke raus. Ecke für. Und 1-0 durch Kone. Sehr gut. Eingewechselt, Tor gemacht. So muss das sein. 11. Saisontor. Sehr gut. Wir sollen jetzt voll drauf gehen. Klar am Tor vorbei. So. Ecke für Holstein. Gibt Freistoß für Dresden. Schuhwerk gewechselt, na toll. Gut gehalten vom Torwart, mitgespielt. Niklas Hauptmann. Dicke Chance für Holstein. Jawohl, Glanzparade durch Broll. Sehr gut, 42. Minute. Flanke von links. Aber über die Latte. Naja. 1-0 zur Halbzeit für uns. Da bin ich mal gespannt, wie das weiterläuft. So, jetzt sage ich direkt von Anfang an, Concentration, please. Bitte, Konzentration. Aber erstmal machen wir Pause. Spieler aufwärmen. Und volle Konzentration von Anfang an. Und weiter geht's. Ja, gelbe Karte für Serra. Serra. Weg damit. So. Geht voll drauf. Vandenberg, gelbe Karte. Ah, gut, ja. Nichts passiert. Hat er den Ball begraben im Nachfassen. Okay. Glanzparade, schade. Gieper, Fabian Gieper. Jetzt die 68. Minute. So, gucken, was wir dann gleich machen in der ab der 80. Spielerwechsel. Ecke von links. Ja, gut geklärt. Ah, Ecke, schade. Spielerwechsel für Holstein Kiel. Es hat jetzt angefangen zu regnen. Baku für Samperio. Oder Samperio gegen Baku. Wie auch immer, ist egal. Zehn Minuten noch und spielen wir jetzt volle Abwehr, hinten dicht. Jetzt wird rausgekloppt, die Bälle. Jetzt werden die Bälle hinten rausgekloppt. Taktisches Foul. Ja, Tesker, gelbe Karte. Verunglückte Kopfball. Ah, okay, Glück gehabt. Lack gehabt. Das wird Nachspielzeit von 2 Minuten. Ende. 1-0 gewonnen. Sehr gut. Auch das Spiel haben wir gewonnen. Da freut sich das Herz. 1-0 durch Kone.
Wir wollen gerne wissen, was Jeremejeff hat. Aufgestiegen, Nürnberg und Stuttgart, ist klar. Na gut, dann ist das so, kann man nichts machen. Ah, eine Platzwunde hat er nur, Glück gehabt. Oh, ist ja auch ein paar Tage verletzt. Okay, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns dann morgen wieder beim Spiel gegen den SV Sandhausen im Videotextmodus. Bis morgen dann, ciao, ciao.